Servus auf meinem Kanal. Herrlich die Sonne schon. Wahnsinn. Richtig angenehm warm im Gesicht. Und dazu ein paar leckere Nüsse. Selbst gewürzt. Wenn ihr wissen wollt, wie ich das gemacht habe und was das genau ist, bleibt mal dran. Was ihr dazu braucht, ist Agavensirup, Cashewkerne, Cajun-Spice und ein ziemlich einfacher Gefrierbeutel. So, ich habe schon ein paar Cashewkerne rein. In diesen Gefrierbeutel. Jetzt kommt da etwas Agavensirup drüber. Muss nicht allzu viel sein. Alles Geschmackssache. Ein bisschen von dem Cajun-Pfeffer. Dann mache ich den Beutel zu. Knete das Ganze ein bisschen durch. Könnte fast reichen. Fertig ist die leckere Knapperei. Schmeckt einfach klasse. Süß und trotzdem stark gewürzt. Hervorragend. Ja. Ich muss natürlich sagen, die Finger kleben da ein bisschen, aber die kann man ja ablecken oder abwaschen. Ist hier da nicht so das große Problem. Außerdem kann man das auch zu Hause machen und vielleicht einfach vor einem guten Film essen. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt. Und wenn ich vielleicht mehr solche Tipps geben soll, dann schreibt mir das in die Kommentare. Wir sehen uns hier draußen beim nächsten Mal in der Natur auf meinem Kanal. Danke fürs Reinschauen, bis demnächst. Ciao.